Die Familie der Rosengewächse möchte ich anhand von einer Gattung bzw. Art vorstellen, die der Familie auch den Namen gegeben hat, nämlich einer Rose. Was Sie hier sehen, ist eine Hunzrose. Sie ist die häufigste Art der einheimischen Rosen. Man findet sie an Hecken, Waldrändern, Steinhaufen oder Wegrändern. Um Ihnen die Blütenmerkmale zu zeigen, trenne ich zuerst hier eine einzelne Blüte vom Stängel ab und lege die zuerst mal so hin, dass wir von der Rückseite die Kelchblätter betrachten können. Die Kelchblätter sind hier Richtung Stängel zurückgebogen, sodass man sie noch nicht so gut sehen kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Blüte schon mehr oder weniger verblüht wird. Hier sehen wir nun das erste Kelchblatt, das zweite, das dritte, das vierte und das fünfte. Es sind also gleich viele Kelchblätter wie Kronblätter. Ich wende jetzt die Blüte, um die männlichen und weiblichen Blütenorgane zu sehen. Und hier sehen wir zunächst auch nochmal die fünf Kronblätter und dann die vielen Staubblätter und die vielen Fruchtblätter im Zentrum der Blüte. Als Vergleich noch eine andere Art. Wir haben hier eine Blüte der Walderdbeere und auch hier finden wir die fünf Kronblätter. Es gibt viele freie Staubblätter und viele Fruchtblätter im Zentrum der Blüte. Diese Merkmale sind sehr ähnlich wie bei den Ranunculaceen, also bei den Hahnenfußgewächsen. Damit man die beiden Familien unterscheiden kann, gibt es aber ein gutes Erkennungsmerkmal. Und dieses Merkmal ist hier schön zu sehen. Es ist nämlich die Tatsache, dass Rosengewächse an ihren Blättern Nebenblätter haben, die wir bei den Ranunculaceen nicht finden. Zum Schluss dieses kleinen Familienporträts möchte ich noch drei weitere Arten vorstellen, die Sie alle bereits kennen. Da ist zum einen mal der Apfelbaum. Er gehört wie die meisten einheimischen Früchte, die wir essen, auch zu den Rosenblütlern. Hier sind noch die Nebenblätter am Blatt des Apfelbaumes zu sehen. Und dies sind unreife Birnenfrüchte, an denen wir die ehemaligen Kelchblätter und Staubblätter noch gut erkennen können. Auch unsere Kirsche gehört zu den Rosenblütlern. Wilde oder verwilderte Kirschbäume kann man im Frühjahr, wenn sie in voller Blüte stehen, sehr gut an Waldrändern entdecken. Und hier sind auch noch für die Kirsche die Nebenblätter gezeigt und zusätzlich ein weiteres Merkmal, nämlich zwei kleine Nektarien, die am Ende des Blattstieles sitzen. Dies ist allerdings ein Merkmal, was nur für die Gattung Prunus typisch ist und nicht für die ganze Familie der Rosenblütler.